zusammen, Spartanat heute mit unserer ersten Review von Victos. Victos ist ein Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, ganz neu. Wir haben sie uns auf der SHOT Show 2018 angesehen. Der Produktfokus liegt auf taktischen Lifestyle-Produkten wie Stiefeln, Jeans mit Magazintaschen, Flipflops, kurze Hosen und auch Handschuhen. Von den Handschuhen haben wir für euch heute mal das Modell Short Shot mitgebracht. Bevor wir da in die Tiefe gehen, kriegt ihr einmal kurz die Produktübersicht. Der Short Shot ist ein kurzer Einsatzhandschuh, das heißt, er geht bis zum Handgelenk. Zum Anlegen ist ein griffiger Klettverschluss vorhanden. Die Fingerpartien sind anatomisch vorgeformt, was einen natürlichen Griff gewährleistet. Der Handrücken ist aus Nomex, das heißt, der Handschuh ist feuerfest. Die Knöchelpartien sind mit Polymer verstärkt. Die Handinnenfläche und ein Teil des Daumens sind aus Digitech Ziegenleder. Zur Aufbewahrung der Handschuhe sind Schlaufen vorhanden, an denen ein Karabiner eingehängt werden kann. Laut Herstellerangaben sind Zeigefinger und Daumen Touchscreen kompatibel, allerdings konnten wir auch mit dem Mittel- und dem Ringfinger ein Smartphone bedienen. Sicher habt ihr auch schon die Besonderheit entdeckt mit den Klettflächen hier auf den Fingern, wo man Buchstaben aufbringen kann. In dem Lieferumfang sind die Buchstaben Short Shot enthalten bei dem Modell hier. Bei denen mit dem langen Schutz sind die Buchstaben Long Shot enthalten und für den Warthorn entsprechend die Buchstaben Warthorn. Wer mehr Buchstaben haben will, kann das Moralphabet kaufen dazu. Gibt es für 15 Euro extra und da hat man dann eigentlich fast unbegrenzte Möglichkeiten an Wörtern. Wir haben für euch mal ein paar zusammengestellt. Könnt ihr euch jetzt mal anschauen. Viel Spaß damit. Der Klassiker. Der Sexfilmchengucker. Der Hypochonder. Der Forentroll. Der Mathematiker. And I would do anything for love. Rechts-Links-Schwäche. Der Raketenmann. Der Ungeduldige. Der Unflätige. Am Ende des Tages. So, wie versprochen, sind wir jetzt auf dem Schießstand und werden jetzt mal ein paar Drills machen und schauen, wie sich die Handschuhe da bei normalen Ladetätigkeiten und Magazinwechseln und ähnlichen Dingen so bewähren. Ja, fangen wir mal an. Als nächstes machen wir eine klassische Störungsbeseitigung, hier ein Double Feed. Eine Patrone ist bereits in der Kammer, die zweite schon in der Zuführung. Mal gucken, wie sich die Handschuhe da schlagen. Jetzt machen wir noch zum Schluss den Feuertest mit den Handschuhen. Ich habe hier noch mal ein paar Mechanics-Handschuhe mitgebracht, die sind nicht feuerfest. Einfach nur mal, damit ihr seht, was passiert, wenn man keine feuerfesten Handschuhe trägt. Aua, verbrennt man sich erstmal die Pfoten. So sieht das aus. So, und hier kommen unsere Victos Handschuhe. Jetzt sind wir mal gespannt, was da passiert. Also ihr seht, die Buchstaben schmuckeln klar ab hier. Und das klett auch ein bisschen. Das wird wahrscheinlich auch bei längerer Bestrahlung brennen. Aber das andere Material ist tatsächlich feuerfest. So.
da sind wir schon fast am Ende angelangt. Hier nochmal ein Blick auf die verbrannten Handschuhe. Außer, dass sie nicht mehr so ansehnlich aussehen, tun sie ihren Job noch perfekt. Also Touch funktioniert noch, greifen sich noch gut, Abzugsgefühl ist perfekt. Also eine ganz klare Empfehlung für diesen Handschuh von uns. Den gibt es bei S4 Supplies, den Link könnt ihr hier unten nachlesen, für 74,99. Wer nicht so viel Geld ausgeben möchte, der kann auch auf eine nicht feuerresistente Variante zurückgreifen. Das ist der Warthorn, der sieht so aus. Fast gleich, ein paar Detailänderungen, aber im Prinzip der gleiche Handschuh. Den Longshot mit dem langen Unterarmschutz gibt es für 99,99 und wie schon erwähnt, das Alphabet für 15 Euro. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt Spaß.